Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part LS15 Back to East hier aus dem wunderschönen Bantico. Wir machen hier jetzt nochmal eben gerade den Einfuttermischwagen leer und dann werden wir gemeinsam mal eben zum Händler fahren und werden uns dort den neuen Futtermischwagen holen. Im letzten Part ja schon angekündigt, jetzt steht er da. Und da wollen wir jetzt mal zusammen hinfahren und uns den mal holen. Eine kleine Rundfahrt für die Map. Wir nutzen jetzt auch mal wirklich die offiziellen Straßen und nicht die Wirtschaftswege. Und dann holen wir den mal eben zusammen ab. Und eine E-Mail gekriegt vom Landmaschinenhändler Lohmann. Da ist auch Lohmann, das ist der Bruder vom Landhandel, die haben mir sozusagen das Geschäft gemeinsam aufgemacht und er hat mir eine E-Mail geschrieben, gesagt, hier Kollege, der neue Futtermischwagen ist da, dir mal ein Muster besorgt, hat er gesagt, hol das mal ab und prüft das mal oder testet das mal. Und dann habe ich gesagt, na klar, das machen wir. Der Klaas ist inzwischen auch ins Programm aufgenommen, den können wir uns aber im Moment noch nicht leisten. War schon arg knapp mit dem Futtermischwagen. Ihr seht, wir haben nur noch 25.000. Werden natürlich aber den alten Futtermischwagen hier, deswegen nehmen wir den ja auch mit direkt wieder verkaufen. Das heißt, da kommt wieder ein bisschen Geld rein. Und heute Abend kommt ja der Finanzeintreiber auch wieder vorbei. Die wollen ja auch täglich. Braucht eine Freiheit, das zahlt ja täglich Steuern hier. Ist das immer. Oh, oh, oh. Schneiden wir raus. Ist das immer noch der Aufbau Ost, den ich hier allein finanziere oder wie? Was fehlt den Kühen denn noch? Mischration kriegen sie nicht, da die Kühe. Haben noch alles, warum blinken das noch? Mischer zu kriegen sie ja nicht. So, die Schweine haben glaube ich auch nichts mehr zu verraten, da müssen wir gleich noch mal gucken. So, da steht er. Der gute neue. Gewaltiges Teil. So, tschüss, hast mir treue Dienste geleistet. Ich weiß gar nicht, inwieweit wir Schweinefutter noch produziert haben. Die Produktion müssen wir auch mal wieder ein bisschen in Schwung bringen. Da hängen wir auch ein bisschen zurück.
Ansonsten müssen wir gleich mal eine Lage Mischfutter zu den Schweinen bringen. Denn Baiten, was zu fräten, wollen die auch haben. Sollen ja auch nicht leben wie die Schweine. Komm, schaffen wir noch. Das werden wir gleich auch mal eben schnell machen. Wir hauen eben einmal Silage mit dem neuen Wagen da rein. Was wir mal gucken können, ob wir diesen Futtermischwagen jetzt auch mit Mischfutter beladen können. Das gucken wir erstmal als erstes. Das ging ja beim Standard immer nicht. Mit der von oben Befüllung mit Mischfutter ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht für vorgesehen. Es ist ja ein Futtermischwagen. Normalerweise soll da Stroh, Silage und Gras rein. Da soll man sich das Futter ja mischen. Dafür ist ein Futtermischwagen ja an und für sich da. Ich benutze den ja wirklich nur so ein bisschen zum Einstreuen von Silage. Ist normal nicht dafür gedacht, aber ich mag Futtermischwagen. Keine Ahnung. Deswegen benutzen wir ihn halt zweckentfremdet, sozusagen. Also ich komme noch so weit, ich kaufe mir eine Fliegenklatsche. Bisher kam ich immer ganz gut ohne Fliegen. Das Vieh, also ohne Witz, das Vieh fliegt hier immer noch rum. Fühlt sich hier echt wohl oder so. Aber was kostet eine Fliegenklatsche? So teuer kann sowas ja nicht sein. Da bin ich jetzt mal ein klein bisschen gespannt, ob das funktioniert. Ich glaube eher nicht. Kurve Baiten eng genommen. Kann wahrscheinlich auch nicht, weil irgendwie was fehlt. Was fehlt denn da? Upsa. So, Mischration sollte aber was drin sein. Silage fehlt, also das geht wohl auch nicht. Ja, hatte ich eigentlich auch nicht anders erwartet. Dann holen wir uns das gleich mit dem Anhänger. Könnt ihr das jetzt mit der Schaufel aufnehmen und dann den Anhänger in den Futtermischwagen schaufeln, aber... So, eine Lage noch zu den Tieren. Das heißt, wir fangen erst mit der Futtermischanlage an, machen die Futtermischanlage nochmal eben voll. Dürfen wir zwei Lagen locker reinkriegen.
zusätzliche Gülle mal wieder kriegen, da ich sehe von hier, dass die Güllebecken auch schon wieder am Überlaufen sind. Bisschen nach hinten setzen. So, dann ist die Futtermische voll. Jetzt schmeißen wir den Rest nochmal eben in den Anhänger rein. Den bringen wir dann eben zu den Tieren. Das heißt, wir bleiben hier stehen, dann machen wir die nicht mehr ganz voll, dann haben wir zumindest auch nicht mehr das Problem, dass da so viel auf der Anlage oder auf dem Förderband liegen bleibt. So, die ist jetzt leer. Dann machen wir den Silo wieder zu. So, dann klappen wir das wieder ein. So. Mal eben hier den Rest rein und dann geht er nochmal, wie versprochen, nach Schweine hin. Dann kommt dieser eine Stall wieder zu. Der muss nicht offen sein. Eine geschickte Drehung. Aua. Milchtank lassen wir besser stehen. Oder Melkroboter. Wie sieht das mit Wasser aus? Ich gucke ja nicht hier, hätte auch einen anderen gucken können. Aber egal, wir gucken hier. Oh, das reicht. Das langt noch lackig hin. Ups, wieso steht hier kein Kipper?
Ich sag den Leuten immer wieder, beim Milchviehbetrieb muss ein Kipper stehen. Die lernen und lernen es nicht. Lass mir den Kipper besorgen. Ich kann das nicht verstehen. Man redet und redet und redet. Wie gegen eine Wand. Ich fürchte, wir müssen sogar einen neuen Kipper kaufen. All die Wahl, das sonst, glaube ich, knapp wird. Ja, der kostet 22, komm, scheiß drauf. Den lassen wir gleich mal zum Hof liefern. Da sind wir quasi baitenfaul. Mal beim Hof gleich mal gucken, wie überhaupt Schweinefutter. Vielleicht sparen wir uns das Mischfutter auch. Der eine fehlende Anhänger fällt mir gerade ein. Das ist der, der bei der Schafzucht steht, glaube ich. Da sollte eigentlich, muss gar keiner stehen, aber der war noch so schön voll zum Nachfüttern. Den hat die Mannschaft da wieder stehen lassen, da, obwohl ich, das ist wie gegen eine Wand reden. Wie gegen eine Wand reden. Der eine oder andere von euch macht das kennen. Ich muss mich jetzt erstmal ärgern über diese, dass ich da gegen eine Wand renne. Deswegen bitte ich die Kamera so lange aufzumachen. Wenn ich mich beruhigt habe, sehen wir uns wieder. Bis dahin, reinhauen. Tschüss.